Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich mega, dass du heute wieder am Start bist. Und ihr habt den Titel schon gesehen, worum es heute gehen wird, denn heute kommt ein Style and Talk online. Ich habe das einmal gemacht, als ich angefangen habe mit YouTube und das wurde ein kompletter Fail, dieses Video. Ich habe einfach eine Stelle, ich kann euch das mal in der Infobox verlinken, ich habe einfach eine Stelle 10 Minuten doppelt reingeschnitten. So peinlich war mir das damals. Und alle haben es in die Kommentare geschrieben. Naja, ich würde sagen, man lernt mit der Zeit dazu. Aber heute kommt dann hoffentlich ein richtig geschnittenes Style and Talk. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Let's go! Ich habe euer Instagram, ein Fragesticker haben wir eine Story gemacht. Da könnt ihr Themen reinschreiben, Fragen reinschreiben. Ich habe einige auf mein Handy gemacht. Und dann können wir auf jeden Fall einige Fragen beantworten. Und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Style and Talk. Ich probiere jetzt mal ein Produkt aus, und zwar von Huda Beauty. Dieses Produkt, dieses Glow Coco. Ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, noch nie ausprobiert. Und ich dachte immer, das wäre eine Creme. Und das ist ein Spray. Das hat so einen Spray-Adapter. Und das ist irgendwie ein Primer, dann für nach dem Make-up, aber das nicht zum Fixieren, sondern einfach, damit es glowy aussieht. Und ein Fresh and Up, das ist so, damit dein Make-up wieder frischer aussieht. Ey, ich probiere das jetzt aus. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Ich mache es erstmal auf meine Hand. Okay, das ist relativ flüssig und es riecht nach Kokosnuss. Oh mein Gott, da kommt doch voll viel raus. Oh mein Gott. Okay, sehr komisch. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich verteile das mal. Das ist eigentlich wie so ein Spray. Okay, ich wollte nämlich eigentlich diesen Primer benutzen von Essence, diesen Hydrating Primer. Weil ich mein Make-up so ein bisschen mit Drogerieprodukten schminken wollte und ein bisschen High-End gemischt. Deswegen, naja, jetzt habe ich das hier benutzt und ich will auch nicht so viel benutzen. Aber wir beginnen direkt einmal mit Concealer und beginnen dann auch gleichzeitig mit der ersten Frage. Und zwar ist die erste Frage, war Schule für dich schwer? Also, das ist immer so ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich weiß es selber nicht genau. Also an sich kam ich mit dem Schulunterricht gut klar, also einige wissen es. Ich habe halt trotz all dem eine Mathe-Dyskalkulie, kam aber trotzdem eigentlich ganz gut klar. Ich war halt auf einer IGS, das ist halt eine integrierte Gesamtschule, das heißt, das war nicht aufgeteilt in Real- und Hauptschule und Gymnasium, sondern es war halt alles in einem. Und irgendwann haben wir halt angefangen, im Matheunterricht nur noch Gymnasiumunterricht durchzunehmen. Und dann war es halt bei mir rum, ne? Also es hat noch alles ganz gut geklappt. Aber als wir dann angefangen haben, halt so wirklich so für mich eine schwere Stufe von Mathe zu erreichen, war es dann halt auch wirklich aus. Das heißt, also da hatte ich auf jeden Fall meine Probleme. Und ich kam wirklich auch nicht so ganz gut mit der Schule und allgemein den Lehrern klar. Ich habe dann auch zur 9. Klasse hin die Schule gewechselt und bin dann auf eine Realschule gegangen. Und da kam ich dann auf jeden Fall viel, viel besser klar. Das Lustige ist, diese Schule hatte einen schlechteren Ruf als meine alte Schule und ich kam tausendmal besser auf dieser Schule klar. Und vielleicht kennt ihr das, wenn Schulen so voll auf das Asozial oder so abgestempelt werden. Und das war bei dieser Schule so, da hatte ich halt voll Angst damals. Aber ich kannte halt einige Leute, weil diese Schule war halt auch in meiner Stadt. Und die andere, da musste ich halt immer so ein kleines Stückchen fahren. Und ja, also auf diese Schule kam ich dann halt allgemein gar nicht klar. Also da hatte ich wirklich so dann Probleme. Also kann man eigentlich schon sagen, dass Schule für mich dort schwer war. Das hat bei mir alles so angefangen. Einige wollten ja mal, dass ich das erzähle. Das hat dann halt angefangen bei mir in der 7. Klasse. Und zwar hat sich angefangen, da mein Zeugnis zu verschlechtern. Und dann war meine Mutter bei einer Schulpsychologin und auch bei einer normalen und hat damals schon so gesagt, yo, irgendwas stimmt da nicht, ihre Noten waren immer gut in ihre Noten gehen runter. Und dann meinten die halt schon so, ja, das ist ganz normal, das ist bei Jugendlichen so, wenn die dann einfach älter werden, dann haben die halt andere Interessen als Schule. Und meine Mutter schon so, okay, hat mir jetzt gar nichts gebracht. Und dann hat es irgendwie so angefangen, dass mein Zeugnis halt schlechter wurde. So hat es dann überhaupt angefangen. Und dann hat es irgendwie so angefangen, dass ich zur Ende 7. Klasse hin nicht mehr in die Schule gegangen bin. Und ihr denkt euch jetzt so, wie, du bist nicht mehr in die Schule gegangen? Ja, ich bin tatsächlich nicht mehr in die Schule gegangen. Das heißt, ich bin einfach nicht mehr hingegangen und das ist wirklich nicht gut gewesen. Ich habe trotzdem die 8. Klasse bestanden, ich habe trotzdem alles geschafft, ich habe keine Klasse wiederholt. Ich habe in der 8. Klasse war ich insgesamt 2 Schulwochen in der Schule. Also ich war eigentlich, kann man sagen, die ganze 8. Klasse nicht in der Schule. Lag aber auch daran, dass ich davon 3 Monate lang in einer Klinik war, die muss man dann halt auch nochmal abziehen. Und den Rest habe ich tatsächlich hier dann zu Hause in diesem Zimmer hier verbracht. Deswegen bin ich tatsächlich auch relativ froh, wenn wir umziehen. Das ist für mich ein Neuanfang. Hier in der Wohnung sind noch so viele Erinnerungen, klar positive, aber auch schlechte Erinnerungen. Und ich bin irgendwie einfach froh, wenn diese Erinnerungen dann weg sind.
bei der Klinik stehen geblieben. Ich war dann 3 Monate lang in einer Klinik und da wurde halt eine Angststörung diagnostiziert und halt Depressionen. Und seitdem lebe ich halt damit. Und wenn ihr wollt, kann ich das gerne auch nochmal in einem anderen Video ansprechen. Mittlerweile kann ich sehr, sehr gut darüber reden, weil ich weiß, dass ich einigen von euch dabei helfen kann. Also ich weiß, dass das richtig vielen von euch richtig gut tut, wenn ich über das Thema rede, weil natürlich bin ich nicht die einzige Person damit und jeder nimmt das Ganze anders wahr und deswegen freue ich mich halt immer richtig, wenn ich euch helfen kann, indem ich darüber rede. Und mittlerweile kann ich sehr, sehr gut und relativ offen darüber reden und kann dazu auch einige Fragen beantworten. Also wenn ihr dazu nochmal ein erneutes Video haben wollt, dann könnt ihr gerne Fragen in den Kommentaren stellen oder dem Video einen Daumen nach oben geben. Da werde ich mir einfach eigene Fragen mal ausdenken und kann die dann anfangen mal zu beantworten. Aber lasst mich das auf jeden Fall einfach mal irgendwie wissen, ob ihr Lust auf so ein Video hättet. Ich benutze davon abgesehen gerade von Milk Makeup den Bronzing Stick. Ich habe auch einen von Essence benutzt und von Revah Loves Me gestern. Die waren auch ganz gut. Der von Essence gibt es leider nicht mehr, aber von Revah Loves Me. Der hat nicht so eine starke Farbabgabe. Das heißt, man muss den mehrmals auftragen und dann mehrere Schichten machen. Aber der war wirklich gut. Ich war wirklich so schockiert von dem, sage ich jetzt mal. Ist auf jeden Fall auch ein Favorit von mir geworden, aber jetzt muss es ein bisschen schnell gehen, weil ich in 1,5 Stunden Termin habe und das Video auch noch schneiden muss. Ups. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen und dann geht es halt schneller, wenn man nicht mehrere Schichten auftragen muss. Naja, mein Gesicht ist gebronzt und genau, ich war da halt 3 Monate in einer Klinik, da wurden Sachen diagnostiziert. War für mich auch eine sehr, sehr schlimme Zeit, weil ich in dieser Klinik noch weniger klarkomme. Also ich habe das Gefühl, auch bis heute noch, dass in dieser Klinik alles viel, viel schlimmer geworden ist. Also ich habe andere Leute kennengelernt, die haben natürlich auch, wie sagt man dazu, auch Probleme gehabt und denen ging es halt eben auch nicht gut. Und dadurch habe ich mir einige Sachen abgeguckt, sage ich jetzt mal, die auf jeden Fall nicht gut waren, weil mir gesagt wurde, ja, das hilft hin und her. Und ich meine keine Medikamente, ich meine keine Drogen, ich meine nicht rauchen oder Alkohol oder sonst irgendwas. Ich habe bis heute noch nie geraucht, ich habe noch keinen Alkohol getrunken, bis heute, ich bin 17. Also auch mal, wenn ich das Leuten erzähle, sind die echt wirklich so, wie, du hast noch nie Alkohol getrunken? So, ja. Und ich muss sagen, ich bin richtig, richtig stolz drauf, deswegen habe ich das dazu erwähnt. Nee, naja, auf jeden Fall habe ich mir dann auf jeden Fall einige schlechte Sachen abgeguckt, die mir auf jeden Fall nicht gut taten. Und ja, ich kann ja genauer nochmal in einem neuen Video von mir davon eingehen. Also wenn ihr Lust dazu habt, dann zeigt mir das auf jeden Fall einfach mal. Aber ja, das war so kurz die Klinikzeit von mir beschrieben. War auf jeden Fall wirklich keine schöne Zeit. Und wenn ich da einfach nochmal genauer drauf eingehen soll, dann lasst mich das einfach auf jeden Fall mal wissen. Aber dann so im Großen und Ganzen würde ich dann schon sagen, dass ich es schwer in der Schule hatte, zumindest dann halt in der 8. Klasse und halt Ende 7. Klasse. In der 9. Klasse habe ich ja dann die Schule gewechselt und ab dann ging auf jeden Fall irgendwie alles wieder bergauf. Deswegen würde ich aber im Großen und Ganzen schon sagen, dass ich so 2 Jahre lang wirklich Probleme in der Schule hatte. Aber ich kann jetzt von mir behaupten, dass ich auf jeden Fall viel glücklicher bin, sich einiges getan hat und der Großteil sich auf jeden Fall auch dank euch für mich verändert hat. Also irgendwie seitdem ich Social Media mache, geht es mir einfach viel, viel besser. Social Media ist mein Hobby geworden und ich liebe es einfach, mich hier bei euch auf Social Media zu melden, mich mit euch auszutauschen und deswegen ist es auf jeden Fall für mich die beste Entscheidung gewesen, mit Social Media anzufangen. Klar gibt es auch Leute, die einen immer versuchen, fertig zu machen und immer das Schlechte an einem zu suchen, aber mit der Sache bin ich jetzt langsam auch klar gekommen. Mir ist bewusst geworden, dass nicht jeder mich mögen kann. Es wird immer Leute geben, die einem blöde Sachen sagen, blöde Kommentare hinterlassen und damit muss man auf jeden Fall, würde ich sagen, rechnen, wenn du anfängst, Social Media zu machen. Aber mittlerweile würde ich sagen, dass ich damit dann auch sehr, sehr gut umgehen kann und ich benutze jetzt noch ein gepresstes Puder und zwar von Manhattan. Das haben ja auch ganz, ganz viele von euch empfohlen und ich habe das früher immer benutzt und war früher immer schon mega happy mit dem und jetzt habe ich das irgendwie so wieder neu entdeckt wegen einem Kommentar unter meinem letzten Video, wo ich über so Schminke geredet habe. Dann kam noch eine Frage ein. Also wie gesagt, das hat alles gar nichts miteinander zu tun. Ich habe einfach random Fragen ausgesucht. Und zwar nicht böse gemeint, aber sind deine Lippen aufgespritzt? Und die Frage bekomme ich wirklich so oft. Und ich weiß gar nicht, ob man sich so mit 16, 17 die Lippen überhaupt aufspritzen kann. Aber nein, meine Lippen sind nicht aufgespritzt. Das denken wirklich immer so viele. Aber ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, wenn ich 18 bin, dann halt eine Lippenkorrigation oder wie das heißt zu machen. Und zwar fällt das halt den meisten nicht auf, aber ihr kennt das doch bestimmt, wenn ihr selber einen Punkt habt, mit dem ihr euch einfach nicht so wohl fühlt, weil euch das mehrmals oder so gesagt wurde. Und das war bei mir so, das wurde mir halt ein paar Mal gesagt und seitdem stört mich das halt einfach. Und zwar ist es halt, dass meine linke Seite von der Lippe hier ein Stück weiter oben ist als die andere.
Und deswegen würde ich da gerne mal so eine Korrektur machen, aber halt eben nicht meine Lippen aufspritzen. Aber genau, nee, meine Lippen sind nicht aufgespritzt. Jetzt nutze ich auf jeden Fall diesen Bronzer hier von Rival de Loup. Das ist dieser Travel Bronzer. Und den mag ich richtig gerne, weil das so ein Dupe zu dem Benefit Bronzer ist. Der ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Den gibt es aktuell sogar noch. Die hatten ja ganz viele NAs von dem und da habe ich mir auf jeden Fall einige von geholt. Und jetzt gibt es den auch fest im Standardsortiment. Also das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Die nächste Frage ist auch schon, hast du schon Pläne für die Einrichtung deiner zukünftigen Wohnung? Einige haben es mitbekommen. Ich werde am Freitag anfangen umzuziehen. Also ich kann euch jetzt schon sagen, der Umzug wird bei uns nicht in 1-2 Wochen fertig sein, sondern ich schätze mal einen Monat. Aber über diesen ganzen Zeitraum werde ich euch mitnehmen. Das heißt, ich werde hier Vlogs auf YouTube posten. Ich werde auf Instagram euch mitnehmen. Da heiße ich davon abgesehen Judine Lisa. Aber auch auf TikTok. Also ich werde euch versuchen, auf jeder Social Media App mitzunehmen, weil nicht jeder guckt YouTube, nicht jeder guckt Instagram Stories, nicht jeder guckt TikTok Videos. Deswegen habe ich da so versucht, irgendwie, dass ich euch überall mitnehme. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe schon einiges geplant. Und ja, ich habe auf jeden Fall schon Einrichtungen für die Wohnung geplant. Und zwar sogar schon eine jede Menge. Die Wohnung, die wir dann nämlich haben, wird auf jeden Fall ein gutes Stück größer sein als unsere aktuelle, wo wir wohnen. Das heißt, wir brauchen halt natürlich auch mehr Möbel. Da sind wir wirklich sehr froh drum, dass wir dann auf jeden Fall auch mehr Platz für uns haben. Den Großteil von den Möbel, die wir halt brauchen werden, habe ich auch schon rausgesucht. Und ich werde auf jeden Fall mitvloggen. Ihr werdet auf jeden Fall alles mitbekommen. Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr nicht geupdatet werdet. Also ihr werdet auf jeden Fall dann auch einer der Ersten sein, die direkt die Wohnung sehen, den ganzen Prozess, wie ich die einrichten werde mit meiner Mama und so weiter. Also freut euch da auf jeden Fall drauf. Ich glaube, das werden die nächste Zeit dann richtig, richtig coole Videos. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet. Dann verpasst ihr nämlich keine meiner neuesten Videos mehr. Aber ja, ich habe auf jeden Fall schon einige Pläne und einiges geplant. Wir fahren am Freitag in die Wohnung und werden dann auf jeden Fall anfangen, die Wohnung auszumessen und zu gucken, ob die Einrichtungsmöbel klappen, die wir uns halt eben ausgesucht haben. Geht auch um den Umzug und zwar, wann zieht ihr jetzt genau um und freust du dich drauf? Also erstmal ja, wir freuen uns mega darauf, wir sind wirklich sehr, sehr gespannt. Ich gehe die ganze Zeit einfach mit dem Pinsel durch mein Gesicht, anstatt ich mal weitermache. Und zwar kommt bei mir nämlich jetzt Blush dran und zwar benutze ich da jetzt den von Tarte, der ist echt so, so schön. Genau, wir ziehen am Freitag um, wir werden dann anfangen und je nachdem halt, ja, wie lange es dauert, aber da habe ich euch schon gesagt, werde ich auf jeden Fall updaten, aber ja, ich freue mich wirklich total, total doll darauf. Die nächste Frage geht wieder um Social Media und ich habe gerade zu viel Blush aufgetragen, oh oh. Und zwar wurde ich gefragt, wann fängt dein Freund mit Social Media an? Und ja, das wünschen sich ja wirklich so viele Leute, dass ich anfange mit MX zusammen Social Media zu machen. Und ich weiß es nicht. Also ganz viele denken irgendwie immer, dass ich ihm das nicht erlaube, Social Media zu machen. Aber Leute, es liegt nicht an mir. Ich möchte MX einfach warten lassen, warten, bis er sich dafür bereit fühlt. Nicht jeder möchte direkt in der Öffentlichkeit stehen, nicht jeder mag es, vor der Kamera zu sitzen, zu reden und Videos zu drehen. Und deswegen, ja, er sagt auf jeden Fall, dass er irgendwann gerne Social Media machen würde. Ihm macht das nämlich auch total Spaß, mit mir Videos zu drehen oder Content zu planen. Und deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass er das auf jeden Fall machen wird. Aber wann genau, kann ich euch das nicht sagen. Er soll sich da halt die Zeit nehmen oder sich Zeit lassen, wie er halt eben möchte. Und ich möchte ihn da auf gar keinen Fall zu irgendwas drängen. Ich mache mal schnell mit meinen Augenbrauen weiter. Und da benutze ich von Maybelline den Augenbrauenstift. Leute, der ist so gut. Ich benutze ihn so, so gerne. Das ist so eine krasse Empfehlung aus der Drogerie. Meiner Meinung nach. Also ist wirklich die, ich glaube 7 Euro kostet, ist der wirklich wert. Also ich liebe den. Und die nächste Frage ist auch schon, was ist deine Meinung, in einem jungen Alter schwanger zu werden? Und ich würde sagen, ich mache einfach mal gerade meine Augenbrauen fertig, weil wenn ich die mache, kann ich dabei nicht reden. Und dann beantworte ich die Frage. So, meine Augenbrauen sind gemacht und ich würde sagen, ich beantworte jetzt die Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das Thema damals bei mir auf TikTok zu einer riesen Diskussion geführt hat. Denn jeder hat auf jeden Fall eine andere Meinung und ich finde, jeder sollte da seine Meinung äußern dürfen, ohne irgendwie dafür blöde Nachrichten zu bekommen. Denn meine Meinung ist es, dass ich das total schön finde. Also mein Wunsch ist es auf jeden Fall auch, früh schwanger zu werden. Und ja, einige wissen halt auch, was bei mir früh heißt. Ich finde, das ist total, total schön. Ich liebe Kinder. Ich freue mich total auf den Moment, irgendwann ja, ein Baby zu bekommen.
Genau, also ich finde es total, total schön und ich bewundere wirklich jede junge Mama, aber natürlich auch ältere Mama. Also ich finde, man kann das gar nicht genau in Kategorie einteilen, was jetzt jung ist, was jetzt alt ist. Also ich finde, man sollte sich einfach dafür bereit fühlen und dann musst du halt selber einteilen, ob das für dich jetzt jünger ist oder etwas älter ist. Aber ich finde es wirklich total, total schön und ich bewundere sowas wirklich einfach total. Also ich habe selber 3 Freundinnen, die relativ früh schwanger wurden und ich finde das wirklich so, 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 so schön und ja, das Ganze auch einfach mitzubekommen, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar drum. Und ja, genau, also ich finde, da kann man eigentlich gar keine richtige Meinung zu geben, weil eh jeder eine andere Meinung hat. Aber das ist eben meine Meinung, ich finde es total, total schön. Aber ja, das sieht halt eben jeder anders. Ich bin hier auf jeden Fall mehr am Reden, als ich am Schminken. Ich benutze auf jeden Fall jetzt von Urban Decay diese Highlighter-Palette. Die ist auch mega gut. Ich habe mir die 2019 war das, glaube ich, im Sommer geholt und seitdem benutze ich die einfach noch so, so gern. Das war so meine erste richtige Highlighter-Palette und die ist wirklich so gut. Also die ist wirklich einfach so perfekt. Die gibt genug Farbe ab, die hat richtig tolle Farben, meiner Meinung nach. Und ja, genau, vor allen Dingen gibt die einen richtig, richtig schönen Glow ab. Ich finde, in der Kamera sieht man das im Endeffekt nie so, aber in echt ist sie wirklich, wirklich krass. Was war die erste Marke, mit denen du kooperiert hast? Und die erste Marke, mit denen ich kooperiert habe, war, glaube ich, einmal Prince City London und Pomelo. Ich weiß gar nicht, welche jetzt die erste war, aber auf jeden Fall eine von beiden. Das heißt, es war, glaube ich, 2019. Das heißt, ich arbeite auch schon relativ lang mit denen zusammen. Also ich arbeite bis heute noch mit beiden zusammen, weil ich finde die Marken einfach total toll. Also wenn man auch sieht, was für Leute hinter dem Team stecken, also es ist wirklich echt richtig, richtig schön zu sehen und das Ganze dann so mitzubekommen. Das sind wirklich total liebe Leute und ich komme wirklich auch sehr, sehr gut mit denen klar. Deswegen, das sind so die 2 Marken, mit denen ich das allererste Mal kooperiert habe. Und ich bereue es auf jeden Fall nicht, mit denen angefangen kooperiert zu haben. Also Pomelo sind meiner Meinung nach total tolle Haarprodukte und Prince City London macht Handtaschen und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy mit und das waren so die ersten Marken, die angefangen haben, mich zu unterstützen, als ich glaube ich 2000 Abonnenten hatte, also richtig, richtig toll. Ja. Nicht wundern, warum ich gerade so glänze, ich habe jetzt gerade mein Gesicht fixiert mit Douglas von diesem Setting Spray hier. Das ist richtig gut und es riecht so richtig, richtig süß. Boah, ich liebe dieses Setting Spray vom Duft her. Und das lasse ich jetzt ganz schnell einwirken. Ich werde jetzt noch meine Wimpern tuschen und zwar benutze ich einfach eine Wimpernzange und dann eine Mascara. Und zwar benutze ich aktuell richtig gerne von Catrice die Glam & Doll. So, meine Wimpern sind jetzt auch gemacht und die nächste Frage ist dann auch schon, warum machst du Social Media? Und ich habe das Ganze ja eben schon mal kurz angesprochen. Social Media mache ich persönlich, weil es mir super viel Spaß macht. Social Media ist für mich eine riesengroße Ablenkung. Ich kann gar nicht beschreiben, wie viel Spaß mir das macht, mich vor die Kamera zu setzen, einfach drauf loszureden, einfach erzählen, was an meinem Tag passiert ist, mich mit euch auszutauschen. Also ich liebe es einfach, mich auf Social Media zu melden, egal auf welcher Plattform. Ich liebe einfach jede Plattform, auf der ich bin und ich mache das Ganze zu 100%, weil es mir Spaß macht und daher habe ich natürlich auch angefangen damit. Also ich weiß nicht, Social Media ist für mich irgendwie eine Ablenkung. Also wenn es mir nicht gut geht, dann setze ich mich vor die Kamera und drehe ein Video, weil das für mich Ablenkung ist. Für mich ist es Ablenkung, mich vor die Kamera zu setzen, mich mit euch zu schminken, mir euch Sachen zu erzählen. Also das ist wirklich eigentlich schwer zu beschreiben, warum ich es genau mache. Ich weiß gar nicht genau, aber es macht bei mir einfach so ein Gefühl, dass ich mich einfach glücklich fühle, wenn ich mich vor die Kamera setze. Deswegen... genau, und davon abgesehen sind eben 2 Pakete angekommen. Vielleicht seht ihr die gerade im Spiegel. Und zwar eins von Shein. Das heißt, demnächst wird ein richtig geiler Shein-Haul online kommen. Und auch richtig, richtig nice von BH Cosmetics ein Paket. Das werde ich dann auf jeden Fall auf Instagram heute noch auspacken. Also das heißt, das seht ihr auf jeden Fall heute noch in meiner Story. Und genau, die letzte Frage ist auch schon so, wieso hast du mit Social Media angefangen? Und ich weiß gar nicht, warum ich damit angefangen habe. Also ich habe schon immer gesagt, dass ich irgendwann Social Media machen will. Ich habe schon immer gesagt, irgendwann möchte ich das machen, was Bibi macht. Und ja, dann habe ich irgendwann damit angefangen, Videos auf Musical.ly zu posten. Und habe immer schon so Stories gemacht. Vielleicht kennen einige meinen Beauty-Account, Judine's Beauty auf Instagram. Und da habe ich dann damals damit angefangen. Und ich fand das schon immer so toll und so. Und dann irgendwann habe ich richtig mit TikTok angefangen. Und ja, seitdem macht es mir einfach immer noch so viel Spaß wie am Anfang. Ich benutze auf jeden Fall einen Lip Liner. Und zwar von NYX in der Farbe Natural. Und am Rande damit jetzt einmal meine Lippen. Und dann benutze ich auch einen Liquid Lipstick. Und dann sind wir tatsächlich auch schon fertig. Und alle Fragen, die ich auf dem Handy gehabt habe, wurden beantwortet.
Mein Make-up ist jetzt auch fertig und ich habe als Liquid Lipstick die Farbe von Anastasia Beverly Hills genommen und zwar die Farbe Stripped. Und vielen, vielen Dank, dass du dieses Video bis hierhin angeschaut hast und wir uns zusammen geschminkt haben. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist am Sonntag um 18 Uhr auch wieder am Start und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao.